Hallihallo meine Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Fever. Wir haben ein kleines Problemchen. Breckerfeld. Und da ist, glaube ich, irgendwie auch... Treusdorf, Breckerfeld stimmt ja auch gar nicht mehr. Die geht ja jetzt mittlerweile sogar viel weiter. Die geht hier jetzt bis nach Neuss. Das müssen wir auch noch verändern. Neuss. So, zack, wunderschön. Okay. Jetzt müssen wir noch eine ganz kleine Kleinigkeit machen. Und zwar in Breckerfeld fährt er jetzt aktuell gar nichts. Müssen wir noch einstellen. Neue Linien draufhauen. Also Tram. Die neuen natürlich. Gucken wir mal schnell. Tram zuweisen. Breckerfeld zentral. Was? Die Haltestelle kann nicht gefunden werden? Oh, haben wir da noch... Oh, oh. Das wird was Größeres, meine Lieben. Aber ich glaube, ihr seid mir da gar nicht böse drum, ha? So. Ich glaube, ihr seid mir da gar nicht böse drum, wenn wir hier das so machen. So, jetzt müsste alles drum sein. Probieren wir es nochmal. Nicht alles... Ach so, ja, naja, gut, klar. Wie sollen sie auch hinkommen, ne? Wie sollen sie sonst auch hinkommen? Immer noch nicht. Irgendwo wieder ein Stückchen vergessen, ha? Huh? Gucken wir mal. Manchmal ist es total bescheuert. Manchmal ist es wirklich nur ein Müh. Jetzt gucken wir mal. Da schaut es noch überall gut aus. Das sind überall diese Signale, diese Teile. Jetzt könnte man es hier auch nochmal groß machen. Aber hier ist auch in Ordnung. Jetzt checke ich es nicht mehr. Die sind doch jetzt alle elektrisch, oder? Mal. Irgendwo hier muss ein Fehler sein. Wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen und mittlerweile wildhackend in die Tastaturen geschrieben. Und ich check's wieder nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, das Problem liegt irgendwo hier, oder? Aber hier ist auch alles angeschlossen. Wahrscheinlich wieder nur irgendwo ein Stückchen. Oder liegt das... Echt jetzt? Wenn es daran liegt, dann bin ich sauer. Weil das ist ja dann totale Verarsche. Entschuldigung. So. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier. So. Meine lieben Liebenden.
Es wird jetzt heiß hier in der Stadt. Denn hier geht gerade die epischste Fahrt aller Zeiten los. Wir nennen es auch... Ah, Fehler im System. Immer noch, nach wie vor. Wahrscheinlich funktioniert das, was ich hier gerade tue, gar nicht. Ich lasse es jetzt auch. Ich habe den Fehler noch nicht gefunden, aber ist es irgendwas mit dem Screenshot-Modus, den ich verwende? Gucken wir mal. Ich finde ihn schon noch. Eines Tages, meine Lieben, werde ich den Fehler finden. So, wir beschleunigen das Ganze mal. Wie gesagt, wir haben ja noch was Größeres vor. Und zwar, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell Pause machen. Huh, gerade noch geschafft. Und hier den, das Depot wegreißen. Und hier haben wir dasselbe Spiel. Wir müssen auch hier wieder alles raushauen. Ich weiß, es geht anders mit Sicherheit auch. Aber im Augenblick geht es nicht anders. Jetzt müssen wir halt warten, bis der Zug weg ist. Sonst können wir das Depot hier nicht fertig machen. Das Depot wird im Übrigen hier entstehen. Hier kommt eine Art Gleisdreieck rein. Und da wird unser Depot angeschlossen. Ja, es gewöhnen sich die Leute immer wieder dran, wie es eigentlich war, als man noch gar keine Möglichkeit hatte, hier mit Zügen rumzueiern. Wir müssen jetzt alles wieder laufen. Das ist natürlich wieder ganz, ganz, ganz blöd. So. Da müssen wir allgemein noch ein bisschen mehr arbeiten dran. So, zack, stopp. Reißen wir weg. Irgendwie alles noch Einspur fällt mir gerade so auch auf. Das wollen wir nicht. So, auch wieder ein sehr langes Gerät. Könnten wir aber hier sogar tatsächlich noch irgendwie hinbekommen. Indem wir es hier hinbauen. Das ist die einzige Möglichkeit. Anschließend ist wieder eine ganz andere Geschichte. Wie gesagt, ich bin ja schon froh drum, dass wir es überhaupt reinbekommen. Natürlich hier wieder ganz großes Kino ist. Ich probiere jetzt mal was. Jetzt geht's. Jetzt können wir auch gleich endlich mal einen beschrankten Bahnübergang bauen. Das ist ja auch immer ein bisschen Anliegen eurerseits, weil ihr wünscht euch oft so einen beschrankten Bahnübergang und ich sag dann immer, oh nö, 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 der geht nicht, der geht nicht. Und ich kann dir das jetzt nicht mehr sagen, weil gibt ja jetzt einen. So. Okay, und den legen wir jetzt auch noch hier rein. Und dann haben wir nämlich unsere Doppelspur endlich wieder drin. Wir müssen es bloß noch einrichten, dass der hier auch richtig reinfährt. Und hier ein Signälchen reinbauen. Und hier noch ein Block vielleicht, aber ja, wobei, ich habe da eher eine andere Idee gerade. Aber das könnte teuer werden. Gucken wir mal, ob das teuer wird. Ich glaube, jetzt wird es gar nicht mehr so teuer. So. Jetzt wird es gar nicht mehr so teuer. Es geht sogar. Passt. Wunderschön. Hat funktioniert. Hätte ich nie gedacht. 1A, okay. So.
So. Okay, hier müssen wir es auch noch verbessern. Aber wobei, da wird jetzt eigentlich ziemlich schnell drüber gebaut werden. Schaut schon ganz, ganz, ganz human aus gerade. Gefällt mir. Passt auch noch. So wie es sein soll. Jetzt müssen wir natürlich hier noch die Ringlinien und so weiter alles wieder einrichten. Und dazu müssen wir natürlich jetzt auch wieder hier ausbauen. Jetzt schaue ich mal, ob das nicht irgendwie doch geht. Das kannst du nicht nachträglich umbauen. Finde ich irgendwie komisch, dass das nicht geht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Jetzt müsste es wieder passen. Jetzt müssen wir natürlich das Depot hier unten wieder wegreißen. Aber diesmal baue ich es gleich hier oben drauf. Dafür sind wir jetzt für die Zukunft gewappnet. Das ist irgendwo vergessen. Hier. Jetzt sag jetzt nicht, es geht jetzt, oder? Ja. Okay, kaufen wir nochmal zwei. So, sollte passen. Und einmal hier. 1, 2, 3, 4. Das müsste relativ unten sein, genau. 2. So. Gut. Schaut gut aus. Lassen wir es losstarten, die ganze Geschichte. Damit sind wir jetzt hier schon mal fertig. Jetzt haben wir hier noch ein Problemchen. Also nein, eigentlich nicht mehr. Das ist alles zweispurig. Jetzt müssen wir dann den Bahnhof hier unten natürlich noch verlängern. Das wird auch nochmal eine Riesengeschichte. Und die hier sind, glaube ich, schon lang, ne? Ja, das sind schon die langen. Das heißt, einen einzigen Bahnhof haben wir jetzt noch zu verlängern. Und das wird auch mega lustig. Den müssen wir nämlich so verlängern, dass er möglichst hier noch irgendwie reinpasst. Ah, schon wieder eine neue Tram. Die kriegen dann aber hier mal die Jungs. Die haben schon ewig keine neue Tram mehr gesehen. 15. Oh ne, die ist aber eigentlich besser, ne? Ich mag die bessere. Ich will die haben. Ich will sie besitzen. Na, jetzt habe ich es verpennt. Jetzt habe ich das Zeitfenster, das wir hatten, gerade verpennt. Oh, nö. Je mehr Zeit wir hier kriegen, desto besser ist es. Je weiter der wegkommt, desto besser kommt uns die Geschichte zugute. Aber so viel Zeit werden wir nicht zugestanden bekommen. Ich bleib mal gerade ein bisschen am Ball. Okay. Natürlich fahren die jetzt teilweise leer. Das heißt, wundert euch nicht, wenn jetzt dann die diese ganzen Linien von heute auf morgen plötzlich. Oh nee. Oh nee. No! Wenn die jetzt von heute auf morgen plötzlich nicht mehr funktionieren. Beziehungsweise erstmal Probleme machen. Ah, sage mal. Das kommt uns auch teuer noch.
Müssen wir alle reinholen und neu takten. Ja, zumindest können wir können es manuell machen. Wir können es manuell machen, das tut nicht weh. Weil die oben bleiben hoffentlich alle stehen soweit. So. Ja, das habe ich zu weit gebaut gehabt. Okay. Sei es drum. Jetzt kommt die große Preisfrage. Passt unser Bahnhof hier rein? Er passt hier rein, aber er ist am Ende der Straße. Aber okay. Das sei jetzt drum. Also da mache ich mich jetzt nicht verrückt. Das, der geht rein. Fertig. Ich habe ja schon bei den nachträglichen Anpassungen immer ein bisschen Angst, dass wir die Bahnhöfe durch die Stadtentwicklung gar nicht mehr hinbekommen. Dass es jetzt geht, damit gehe ich voll konform, wenn ich ehrlich bin. Warte mal. Nach Breckerfeld. Nach Breckerfeld. Kommst du an bei Krefeld, fährst nach Neuss weiter und fährst wieder bei Krefeld vorbei und kommst danach hinten bei Breckerfeld an und fährst wieder zu 1. Alles klar. So, Problem B. So, welche ist die zentrale Linie, die durchfährt? Das ist die hier, die sich hier quasi die Zentrallinie, die sich mit den anderen trifft. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier nochmal Anpassung machen. Genau. Dann baue ich hier nochmal eine Ecke neu. Und zwar so, machen wir hier mal eine größere Runde rein. So. Dann kommen jetzt hier Haltestellen her. Okay, und das, die eine Zentrallinie kommt nach der 10 an der 1 vorbei. Okay, und fährt dann hier wieder zur 1. Problem gelöst, macht er halt einen Doppelring. Kann ich persönlich voll mitleben. Wenn ihr es auch könnt, kann ich es auch. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, habt eine wunderschöne Zeit, lasst euch gut gehen, meine Lieben. Ich würde sagen, Hashtag der Folge, könnt man einen machen, wie letztes Mal auch, aber diesmal, Hashtag ist Open Air für heute, mal gucken, aber mit Open Air mit Ä bitte. Mal gucken, was die anderen sagen, die das nicht fertig geguckt haben. Open Air. Ihr habt das falsch geschrieben. Wäre super. Also mit Ä. Open Air. Bis dahin. Tschüssi mit Ösi. Tschüss mit Ö. Macht's gut. Schwingt einen Hut. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Tschüss.